bisschen was fürs Auge. Der Thomas zeigt uns mal so ein bisschen, was der PC 4000 hegen kann. Direkt hier am Platz. In dieser Klasse hat Komatsu weltweit bereits 370 Maschinen an Kunden ausgeliefert. Und zusammen mit den kleineren wie auch den größeren Brüdern, ja, es gibt größere Brüder hiervon, hat Komatsu somit weltweit 1700 Großbagger an Kunden ausgeliefert. Ja, manche der Maschinen, die ja zum Teil schon seit den 80er Jahren in Betrieb sind, da wurden sie ausgeliefert, die sind heute noch in Betrieb und die weisen Betriebsstunden auf, da können Sie nur mit den Ohren schlackern. 170.000 und kein Ende in Sicht. Wir haben ein paar Daten, Zahlen, Daten, Fakten für Sie zusammengetragen. Wir haben hier richtig viel Power am Start, 7200 Volt. Wenn Sie nachher mal Zeit und Lust haben, schauen Sie sich gerne mal das Stromkabel auf der anderen Seite an. Das ist schon ganz schön beeindruckend. Der Thomas hier, der wäre ja total gerne von Düsseldorf aus hierher gefahren. Hat aber ganz schön lange gedauert, denn die Spitzenkilometerzahl pro Stunde 2,1, der wäre ganz schön lange unterwegs gewesen. Also haben wir gesagt, nee, Thomas, geht nicht. Wir müssen den Minenbagger auseinanderbauen. Wir haben den in 16 Riesenlaster gepackt. Dann hierher gefahren. Da war ein ganz großes Team relativ lange damit beschäftigt, den hier wieder zusammenzubauen. Und für den Fall, dass Sie gerne ein Foto machen möchten von sich in der Schaufel, ich lade Sie gerne dazu ein. Wir haben direkt hier auf der Hinterseite einen Spezialeingang. Da können Sie sich dann stellen. Wir hatten vorher 15 Personen hier in der Schaufel. Ich glaube, 20 kriegen wir auch ohne Probleme hin. Und jetzt räume ich mal das Feld, denn hier kommt der Bernd und der möchte uns was zeigen. Unser Bernd, der kommt hereingefahren auf einem HD 785-8, ein Stahlrahmen-Multikipper, wie wir ihn in Steinbrüchen im Einsatz sehen, weltweit. Und trotz seiner enormen Ausmaße ist der Komfort in der Fahrerkabine gar nicht mal so anders, wie Sie es so aus einem normalen LKW vielleicht kennen, außer die Abmessungen. Und die Zuladung, die ist ein bisschen anders. Wir reden hier von einer Länge von mehr als 11 Metern, eine Breite von mehr als 5 Metern. Wäre also schwierig, den auf unseren Autobahnen zu fahren. Bei einem Gesamtgewicht von bis zu 188 Tonnen, der wird noch ganz schnell glauben, weshalb wir hier den etwas größeren Tank verbaut haben. Wenn der Bernd also tanken fährt, dann nimmt er gleich einen ganzen Haufen Kreditkarten mit, denn das wird nicht günstig. Sie sehen hier vielleicht an der Seite unsere Aufkleber. Es handelt sich hierbei um den 1000. HD 785, den wir Kunden in Europa ausliefern. Der geht direkt nach der Bauma einmal in die Waschstraße, wird dann nochmal schick gemacht und dann wird er an einen Kunden in Deutschland ausgeliefert. Damit ist Komatsu bei weitem der Marktführer in der 100-Tonnen-Klasse. Hey Bernd, alles gut? So, wir haben auch was mitgebracht zum Spielen, damit der Bernd jetzt nicht so langweilig wird. Auf der anderen Seite einfahren sehen Sie einen WA-800-8. Dieser Radlader bietet durch seine sehr geräumige Komfortkabine und die AJSS-Lenkung. Wissen Sie, was es ist? AJSS-Lenkung? Joystick-Lenkung? Schon mal gehört? Noch nicht? Okay, also, die ist dann verbaut. Die haben unser Peter hier im Einsatz. Komfortablen, und modernen Arbeitsplatz. Und wenn der Bernd jetzt gleich nach hinten fährt, dann können Sie auch wieder die Videoleinwand sehen. Denn auf der Videoleinwand jetzt zu sehen, ist ein Ladespiel von den beiden. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Auch 14 Elefanten, je nachdem, was sie zu transportieren möchten.
Jeder hier kann immer die optimale Leistung abrufen und sie an die örtlichen Gegebenheiten anpassen. Zusätzlich unterstützen ihn eine Auto-Kickdown-Funktion, eine Schaufel-Füllautomatik, ein integriertes Wiegesystem und viele weitere Funktionen, die unterstützen unseren Peter hier bei seiner Arbeit und vor allem im sicheren Umgang mit der Maschine. Okay, dann tschüss. Tschüss, Peter. Wir sehen euch gleich wieder. So, wir hätten aber ein ganz kleines bisschen was für Sie vorbereitet, denn was viele von Ihnen wahrscheinlich noch nicht wissen, ist, dass Komatsu auch Maschinen für die Forstwirtschaft herstellt. Das passiert in Umeå, das ist im Norden Schwedens, und da werden die Komatsu Harvester und Forwarder gebaut. Und basierend auf diesem Erfahrungsschatz haben wir in Hannover den MEA 475-10 Tour Linkage gebaut und den sehen Sie jetzt hier. Hey Lars, ich spring mal gleich rüber und schaue mir das ein bisschen genauer an. Der Lars fährt nämlich gerne mit der offenen Kabine. Das macht er für uns, damit wir ein bisschen reinspiegeln können. Der Lars hat hier die Joystick-Lenkung im Einsatz. Und das heißt, wir können hier also sehr flink navigieren. Und wir können ihm ganz einfach bei der Arbeit zusehen. So, diese Maschine, die wurde ganz besonders für diesen Einsatz, den Sie jetzt gleich sehen, konzipiert. Sie ist mit einer speziellen Hubkinematik ausgerüstet worden, um die spezifischen Herausforderungen, die beim Verladen von Blockholz entstehen, ganz einfach zu meistern und auch Spitzenleistungen abzurufen. Sie haben den neu geformten Ausleger mit einem speziellen Umlenkhebel und den überarbeiteten Hydraulikzylinder. Die sorgen für eine extrem hohe Kraftübertragung, die braucht der Lars jetzt auch gleich. Denn was Lars jetzt machen wird, der wird nicht nur ein, nicht nur zwei, der wird den ganzen Haufen Baumstämme jetzt mal eben ganz einfach anheben und ein bisschen bei uns auf dem Demo-Gelände spazieren fahren. Auf geht's, Lars, zeig uns mal, was du kannst. Was Sie gleich als erstes sehen werden auf Ihrer rechten Seite, das ist
über die Voraussiebung Sand sowie auch kleinere Stücke direkt ausgeworfen werden. So, los geht's! Mittels eines Magnetabschneiders werden Metallstücke entfernt. Das getroffene Material wird dann hier hinten ganz einfach über das Abdruckband ausgeführt. Wir haben hier ganz wichtig interne Sensorik verbaut. Das heißt also, sollte eine Blockade entstehen, so registriert der Sensor das, schaltet den Brecher automatisch ab, sodass bevor irgendwelche Probleme oder Beschädigungen entstehen können. So, wir warten mal ganz kurz, bis der Brecher hier fertig ist. Das dauert auch nur wenige Augenblicke, dann geht es auch schon weiter. Denn da
wird dann im Anschluss lernen sein und er wird Ihnen gerne Fragen, die Sie zu diesem System haben, beantworten. Aber vorher braucht man den Bernd noch einen Einsatz. Da ist er schon. Denn eine Maschine, die auf jeder Baustelle zu finden ist, ist ein Mobilbagger. Und hier haben wir zum Beispiel unseren PW100XX als neuestes Mitglied der Mobilbaggerreihe von Komatsu. Hier bekommt man wirklich einen perfekten Ausblick in die Zukunft. Was wir sehen, ist äußerst kompakt, super stark, vielseitig verwendbar. Genauso sieht die nächste Mobilbagger-Generation von Komatsu aus. Der Bernd genießt hier natürlich auch die Joystick-Lenkung. Wir haben eine sehr niedrige Transporthöhe von unter 4 Metern. Und noch ist die Entwicklung nicht ganz abgeschlossen, aber ganz ehrlich, schon der Prototyp hier beweist seine Vielseitigkeit. Ja, fast schon wie ein Schweizer Taschenmesser. Ganz, ganz klar. Durch den vollhydraulischen Schnellwechsler, den haben wir ja eben auch schon im Einsatz gesehen, kann er den Arbeitseinsatz ohne großen Aufwand ganz problemlos angepasst werden. Alle Einstellungen zu den Drücken oder Ölwechseln, die können ganz einfach im System hinterlegt werden und die können dann, wenn ein Werkzeugwechsel ansteht, ganz einfach, schnell und problemlos angewählt werden. Zusätzlich werden diese neuen Mobilbagger von Komatsu schon am Werk so vorgerüstet sein, dass eine Nachrüstung mit dem 2D- oder 3D-System problemlos möglich sein wird. Ja, die Weiterentwicklung unserer Mobilbagger, die ist jetzt schon sehr, sehr vielversprechend und zeigt schon jetzt, wie flexibel diese Maschine eingesetzt werden kann. Was wir hier sehen, sind kompakte Abmaße. Wir haben einen sehr einfachen Transport. Wir haben einen sehr kraftvollen Antrieb. Super stark beim Heben und Arbeiten mit schweren Werkzeugen. Dieser Mobilbagger, liebes Barmer Publikum, der wird ab 2024 bei Ihrem Komatsu-Händler erhältlich sein. Wunderbar, vielen Dank, lieber Bernd. Wie gesagt, der Bernd wird direkt im Anschluss hier drüben auf dem PC 290 zu finden sein. Wenn Sie also Fragen zu unserem 3D-System haben, dann sprechen Sie den Bernd direkt dort drüben an. Danke dir, Bernd. So, wir machen hier weiter. Eine weitere Maschine, die im Abruf eingesetzt wird, ist unser neuer PC 490 HRD. Und HRD steht für High Reach Demolition. Ja, das Besondere an diesem neu designten Abbruchbagger ist der problemlose hydraulische Wechsel des Auslegers. Im Bagger jetzt sehen Sie den Tiefbauausleger angeschlagen. Und Peter jetzt wird hier selbst zum Abbruch Ausleger wechseln. Es geht natürlich andersrum auch. Und dieser Wechsel, ganz wichtig, der kann von Peter hier ganz alleine ohne zusätzliche Hilfe vollzogen werden. Also ich helfe ihm nicht, Sie helfen ihm wahrscheinlich auch nicht. Und das Allerbeste ist, dass unser Peter hier gar nicht mal seine Kabine verlassen muss. Der kann ganz einfach drin sitzen bleiben. Denn er nutzt das patentierte hydraulische Schnellwechselsystem. Wir schauen mal, wie schnell der Peter das schafft. Er hupt mal seine Hupe und dann starten wir einen Timer. Peter, honk your horn when you're ready. Okay, er ist schon ready. Der Timer, der startet jetzt. Wir schauen uns mal an, wie schnell der Peter diesen Wechsel machen kann. Heute Morgen war schon richtig schnell. Wir hatten, glaube ich, als schnellste Zeit 71 Sekunden.
Mal gucken, ob er seine eigene Zeit denn jetzt unterbieten kann. Ja, damit Sie diesen Vorgang auch ganz genau beobachten können, haben wir bei Peter in der Kabine eine Kamera eingebaut. Da können Sie genau zuschauen, was da als nächstes passiert. Der Timer, der läuft immer weiter. Wir sehen den Blick durch die Kabine. Ist ein bisschen schwer zu sehen wegen der Sonne, aber in der oberen rechten Ecke, da sehen Sie einen kleinen Monitor. Dieser Monitor, das ist unser Guidance-Monitor und der zeigt unserem Peter ganz genau, wie er an diesen Andockmechanismus heranfahren muss. Wir sehen, so richtig viel sehe ich jetzt gerade nicht, aber ich glaube, ich habe einen blauen Daumen hoch gesehen. Genau, das heißt also, der Peter ist perfekt rangefahren, die Linien waren übereinander, er ist auch schon fertig, er hat auch schon gehupt und das System hat ihm einen blauen Daumen hoch gegeben, das heißt, er hat alles richtig gemacht. Wir schauen auf den Timer, 65 Sekunden, unser Peter, das ist richtig gut, ich denke, das war ein Riesenapplaus wert für unseren Peter. Sie können das alles natürlich auch sehr, sehr gerne live beobachten und in die Höhe schauen. Und während wir vielleicht so leichte Genickschmerzen bekommen, weil wir so hoch in die Höhe gehen müssen, ist nur bei uns so, bei Peter ist es gar nicht so. Peter hat einfach die Kabine nach hinten gekippt und kann jetzt ganz einfach in 32 Metern Höhe arbeiten. Und alles ganz genau beobachten. Bisschen haben wir noch, dann haben wir die 32 Meter erreicht. Überhaupt kein Problem für unseren Peter. 32 Meter, jetzt haben wir sie. Vielen Dank, lieber Peter, das war großartig. Und ja, wenn wir schon gerade so durch die Gegend schauen, vielleicht darf ich noch mal ganz kurz Ihren Blick in Richtung unserer Halle richten, der Halle C6. Denn direkt davor sehen Sie etwas ganz Besonderes. Das ist der PC 950-11. Das ist unser neuer Kettenbagger. Der ist sehr, sehr neu und wird sehr, sehr bald auch hier erhältlich sein. Wenn Sie mehr Informationen dazu möchten, sprechen Sie gerne eine meiner Kolleginnen oder Kollegen an, die Ihnen dazu gerne mehr sagen wird. Ja, liebes Bomber-Publikum, wir haben ja vorhin mit dem PW100X schon so ein bisschen eine kleine Zeitreise gemacht, einen kleinen Sprung in die Zukunft. Das lief ja schon mal ganz gut. Ich würde sagen, jetzt gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Komatsu hat es sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 CO2-neutral zu sein. Das heißt also, nur CO2-Emissionen zu emittieren. Mittelfristig hat Komatsu auch Ziele natürlich, und zwar plant Komatsu die CO2-Emissionen um 50% zu reduzieren und der Anteil.